Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Staatsvolk ist nicht austauschbar, denn dies lässt unsere Verfassung nicht zu, und das ist auch gut so. Die verfassungsgebende Gewalt nach dem Grundgesetz ist, und das ist sicher schwer für Sie, Frau Eimers, das deutsche Volk. Dies machte eindrücklich der Staatsrechtler Professor Dr. Vosgerau in der Anhörung deutlich. Es ergibt sich auch aus der Präambel und dem Artikel 146 des Grundgesetzes. Der Staatsrechtler führt in Verbindung mit dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 aus, ich zitiere, dort wird das deutsche Volk im Kern als Abstammungsgemeinschaft vorgestellt. Da diese Abstammungsgemeinschaft die verfassungsgebende Gewalt des Grundgesetzes ist, muss sie erhalten werden und kann keineswegs vom einfachen Gesetzgeber im Nachhinein ausgetauscht werden. Zitat Ende. Aber natürlich können sich ausländische Bürger unserem Staatsvolk anschließen. Ich zitiere weiter. Dieser Abstammungsgemeinschaft können dann natürlich assimilationswillige, geeignete Ausländer beitreten. Sie können eingebürgert werden. Zitat Ende. Assimilationswillige, geeignete Ausländer, so sagt es der Staatsrechtler. Assimilation bedeutet, dass man sich einer Gemeinschaft anschließt und dort vollständig eingeht. Das bedeutet aber auch, dass man sich nicht ständig die Türen für andere Gemeinschaften weiter offen halten darf. Denn schließlich bestimmt jedes neue Mitglied des Staatsvolkes zukünftig über die Regeln des Grundgesetzes. Und deshalb wäre staatsrechtlich natürlich jedwede doppelte Staatsbürgerschaft abzulehnen. Und zwar egal, ob es sich um Bürger aus der EU oder von außerhalb der EU handelt. Eine Assimilation kann es nur geben, wenn sich ein neuer Bürger loyal zu seinem neuen Staatsvolk bekennt. Nun, in der Praxis gibt es EU-Regeln, die trotzdem eine doppelte Staatsbürgerschaft zulassen für EU-Bürger, und dies erkennen wir ausdrücklich an. Grundsätzlich gilt aber, wenn man den deutschen Pass möchte, dann muss man auch Teil des deutschen Volkes werden. Ich weiß, das sind für Sie teuflische Begriffe, Frau Eimers. Deutsches Volk. Können Sie das eigentlich dreimal hintereinander sagen, ohne dass Sie ein Parteiausschussverfahren bekommen? Deutsches Volk? Deutsches Volk? Deutsches Volk. Sehen Sie, es passiert gar nichts. Ein Robert Habeck springt gar nicht aus der Ecke. Versuchen Sie es doch einfach mal. Ein Robert Habeck, Frau Eimers, der weder etwas mit dem deutschen Volk noch mit Deutschland anfangen kann, der Vaterlandsliebe zum Erbrechen findet. Ich erspare Ihnen das Originalwort hier aus Respekt vor dem Hohen Hause. Respekt, Respekt vor dem deutschen Volk und vor der deutschen Fahne. Das haben leider viele andere aus diesem Parteienspektrum hier im Raum nicht mehr. Das erschreckendste Erlebnis war für mich, als die Kanzlerin ihrem Parteikollegen Hermann Gröhe die deutsche Fahne aus der Hand riss und wegwarf. Wie viele von Ihnen würden das Gleiche machen? Wie viele von Ihnen haben den Respekt vor dem deutschen Volk, den Respekt vor dem deutschen Vaterland, vor der Fahne verloren? Und so ist es auch klar, Frau Eimers, dass Sie nicht mehr über das deutsche Volk reden, sondern ausschließlich über den deutschen Pass. Denn der deutsche Pass ist für Sie nicht mehr der Eintritt in das deutsche Staatsvolk. Nein, es ist nur noch der Eintritt in unser Sozialsystem. Ohne deutschen Pass will man keine Leistung erbringen, so die unterschwellige Drohung durch den Landesintegrationsrat. Aus der Anhörung, der Vorsitzende dieses Rates, Herr Taifun Keltak, übrigens SPD-Mitglied, machte es deutlich in der Anhörung, ich zitiere, die Verhinderung der doppelten Staatsangehörigkeit ist das größte Handicap für den Integrationsprozess. Wenn man die Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit nicht anerkennt, kann man von Ihnen, damit sind die türkischen Mitbürger gemeint, kann man von Ihnen auch nicht die volle Leistung für unsere Gesellschaft erwarten. Zitat Ende. Im Klartext, die türkischen Mitbürger bringen nur dann die volle Leistung, wenn es den deutschen Pass als Bonus zum türkischen Pass gibt, so die Meinung eines Herrn Keltik. Das, Herr Yetim, das, Frau Eimers, ist nicht nur eine Unverschämtheit gegenüber dem deutschen Volk, sondern auch gegenüber all den türkischen Mitbürgern, und ich habe davon einige in der Verwandtschaft und in der Nachbarschaft, das ist eine Beleidigung für all die türkischen Mitbürger, die ja seit Jahrzehnten ihre Leidenschaft einbringen und ihre Leistung einbringen. Seien es die vielen Mitarbeiter bei ThyssenKrupp, bei Ford oder auch die Bergleute, die unter Tage geschafft haben. Sie alle hier treten die Leistung dieser Menschen mit solchen Worten eines Herrn Keltek mit Füßen. Wer sich hier integriert hat,
Wer sich dem deutschen Staatsvolk anschließen will, der soll auch einen deutschen Pass bekommen, aber als alleinigen und eben nicht als doppelten Pass, denn die Loyalität zu einem Land, die Loyalität zu einem Volk, die kann man nicht teilen. Vielen Dank.